Ich erzähle euch heute 5 Fehler, die Touristen hier einmal machen, wenn sie Basel besuchen. Hallo miteinander, willkommen in Basel. Heute ist leider das Wetter hier nicht so schön, aber wenn es euch heute so gefällt, dann wird es euch auch gefallen, wenn es schön Wetter ist. Denn in Basel ist einer der schönsten und wärmsten Orte, die es in der Schweiz gibt. Der erste Fehler ist, dass du gar nicht hierher kommst nach Basel. Nämlich die meisten Leute gehen immer in den Berg und kommen nie hierher. Und das ist nämlich der Fehler. Es hat hier wirklich wenig Touristen und es wird dir wirklich gefallen, weil es nicht so überfüllt ist. Das ist nämlich wirklich super. Komm hierher. Basel ist die berühmteste Stadt in der Schweiz, wenn es um das Thema Kunst geht. Aber es ist wirklich ein Fehler, wenn du hierher kommst und nur vom einen Museum ins andere gehst und gar nicht hierher kommst, wo wir zum Beispiel stehen. Es gibt nämlich nichts Schöneres wie hier am Rhein sein, wenn schön Wetter ist und du hier kannst baden. Und jetzt kommen wir nämlich schon überfließend zum dritten Punkt. Nämlich nur dort oben bei Münster bleiben und in der Altstadt und nicht hier oben an den Rhein kommen. Für mich ist das so unten am Rhein einer der schönsten Orte, die es gibt. Man kann hier schön laufen, man kann schwimmen im Sommer. Die tollen Fischerhäuschen, die man hier sieht. Dort hat man früher wirklich draußen noch gefischt. Das ist wirklich sehr spannend. Ich finde die wirklich toll. Hier gibt es wunderschöne Sonnenuntergänge. Die schönsten Sonnenuntergänge gibt es hier im Rhein. Wunderschöne Fotokulissen. Mein vierter Punkt ist, was viele nicht wissen, Basel ist ein Drei-Länder-Eck. Es gibt hier gerade Frankreich und Deutschland. Und es wäre doch wirklich schade, bist du hier gerade in Basel und besuchst nicht gerade 3 Länder in einem Tag. Zu der Kultur in Basel gehört nämlich auch, dass wir hier Einfluss haben von allen 3 Kulturen, von Deutschland und Frankreich, was auch sehr fein und kulinarisch ist. Mein fünfter Punkt ist an dich, nur das Rothaus mit dem Marktplatz besuchen und nicht weiter durch die Gasse gehen, weil dort, wenn man weiter hinten geht, die Spale hier drauf, dort ist die schönste Altstadt und der schönste Teil für Basel, für mich, mit wunderschönen kleinen Cafés, mit tollen Läden. Wirklich sehr inspirierend. Und ein kleiner Tipp, dort ist wirklich das ganze Jahr Weihnachten, dort gibt es einen Laden von Johann Wagner, wo man die ganze Zeit Weihnachtskugeln kaufen kann, die sehr speziell sind.